Im nächsten Fall geht es um Raub, um den Überfall auf einen Geldboten in Wittingen, für den die Kripo Gifhorn zuständig ist. Auch dieser Fall macht, ähnlich wie die vorhin behandelte Einbruchserie, eine Schwachstelle deutlich, die von Rechtsbrechern mit Vorliebe ausgenutzt wird. Den Transport größerer Geldbeträge von den Geschäftskassen zu den Nachtressoren der Banken. Abend für Abend wiederholt sich in einem großen Einkaufsmarkt in Wittingen, 30 Kilometer von der norddeutschen Kreisstadt Gifhorn entfernt, der gleiche Vorgang. Filialleiter Kleinmann und sein Mitarbeiter Hans Wendrich verstauen nach der Kassenabrechnung die Tageseinnahmen in zwei Geldbomben, die der Filialleiter auf dem Heimweg in den Nachttresor einer Wittinger Bankfiliale wirft. So, das war's mal wieder. Dann können wir ja gehen. Wie jeden Abend sind auch am Freitag, dem 20. Februar 1981, Filialleiter Werner Kleinmann und sein Kollege die Letzten, die das Geschäft verlassen. Kurz nach 19 Uhr treten sie ihren Heimweg an. Die beiden Männer haben es sich zur Gewohnheit gemacht, ihre Wagen nicht auf dem Kundenparkplatz vor dem Einkaufsmarkt abzustellen, sondern auf einem kleineren Hof hinter dem Gebäude. Auf dem Weg dorthin prüfen sie regelmäßig, ob auch die Türen auf der Rückseite verschlossen sind. Okay, zu. Mal sehen, wie es mit dir ist. Alles in Ordnung. Na, dann können wir ja beruhigt nach Hause fahren. So, dann bis morgen. Fahren Sie vorsichtig, es scheint glatt zu sein. Ich pass schon auf. Wiedersehen. Der Filialleiter und Herr Wendrich haben für ihre Autos auf dem Firmenhof Stammplätze, die etwas voneinander entfernt liegen. Während Hans Wendrich seinen Wagen in der Nähe der Ausfahrt abstellt, muss der Filialleiter fast den ganzen Parkplatz überqueren, um seinen Wagen zu erreichen. Er steht neben dem umzäunten Abstellplatz für die Mülltonnen. Zunächst läuft auch an diesem Freitag alles routinemäßig. Dann aber kommt es zu einer bösen Überraschung. Herr Kleinmann findet an seinem Wagen einen Zettel mit einer recht eindeutigen Aufforderung. Achtung, Überfall. Wenn Sie um Hilfe rufen oder schreien, schieße ich sofort. Legen Sie das Geld am Zaun des Müllplatzes ab. Herr Wendrich! Herr Wendrich, hier ist was! Keine Mätze! Her damit! Die andere auch! Hilfe, Überfall! Wendrich, da läuft er! Die Kleber, der Schieße! Mit einer Beute von rund 28.000 Mark gelingt dem bewaffneten Räuber die Flucht. Der Weg durch die angrenzenden Straßen der Stadt lässt sich später aufgrund mehrerer Zeugenaussagen rekonstruieren. Zuerst fällt der Täter einer Passantin auf, die gerade aus einer gegenüberliegenden Straße kommt. Sie wundert sich darüber, dass es der junge Mann trotz des Glatteises so eilig hat. Den Grund erfährt sie schon einige Augenblicke später. Hilfe, Überfall! Halten Sie ihn auf! Kurz darauf macht eine weitere Zeugin eine merkwürdige Beobachtung, die sie später der Polizei mitteilt. Die junge Frau steht mit ihrem Auto vor der Wittinger Schule. Sie will ihre Schwester abholen, die hier jeden Freitag mit ihrer Volleyballmannschaft trainiert. Die Frau bemerkt plötzlich, wie ein Mann auf der anderen Straßenseite über einen Zaun klettert und in einen Wagen einsteigt, der dort abgestellt ist. Der Frau fällt besonders auf, dass der Mann zunächst ohne Licht davonfährt. Deshalb kann sie das Kennzeichen seines Wagens nicht ablesen. Auch über den Wagentyp kann sie später nur vage Angaben machen. Auf dem Firmenhof des Einkaufsmarktes beginnt die Kriminalpolizei aus Gifhorn kurze Zeit nach dem Überfall ihre Arbeit mit der Spurensicherung und der Vernehmung der Betroffenen. Ja. Und Sie haben vor dem Überfall nichts Verdächtiges bemerkt? Nein. Ich meine, irgendetwas, das anders war als sonst? Nein, bis auf den Zettel an der Windschutzscheibe. Und dann kam hier schon der Mann mit seiner Pistole. Wo kam der Täter denn genau her? Wissen Sie, das ging alles so schnell. Aber ich glaube, er hat da hinter den Müllboxen auf der Lauer gelegen.
Wir haben dabei den Tonnen eine saubere Fußspur gefunden. Die Kollegen vom ID nehmen sie gerade auf. Das Profil ist gut ausgeprägt. Das ist ja prima. Sieht so aus, als ob der Täter dort schon eine ganze Zeit gewartet hat. Die Fußspur geht kreuz und quer. Der hat wahrscheinlich genau gewusst, mit welchem Wagen das Geld immer transportiert wird. Haben Sie denn nie bemerkt, ob Sie beobachtet worden sind in letzter Zeit, meine ich? Nein. Wenn wir aus dem Laden kommen, ist es hier immer menschenleer. Oder haben Sie was bemerkt, Herr Wenderich? Nein, da war absolut nichts Verdächtiges. Herr Neumann? Die Zentrale hat gerade angefragt, ob es nach der Tatortbesichtigung weitere Fahndungsergänzungen gibt. Nein, außer einem Zettel und einem Schuhabdruck hat der Täter nichts zurückgelassen. Und das ist für die momentane Fahndung nicht von Bedeutung. Was, einen Zettel hat er hinterlassen? Ja, mit der Aufforderung, das Geld herzugeben. Den Zettel hat er unter den Scheibenwischer gesteckt. Ja, komisch. Wieso komisch? Ja, wir hatten da neulich auch eine Geschichte mit einem Zettel unter dem Scheibenwischer. Das war auch bei einem Supermarkt. Tja, und was war damit? Na, das war auch der Wagen vom Filialleiter und auf dem Zettel stand auch was von Geld hergeben. Was? Hier in Wittingen? Und, was ist da noch gelaufen? Ja, nein, das ist da nichts gewesen, das war nur eine Sachbeschädigung. Da hat einer so ein Spezialeisen unter den Reifen gelegt und das hat einen Platten gegeben beim Wegfahren. Ach so, und jetzt meinen Sie, da gäbe es vielleicht einen Zusammenhang? Tja, ich weiß es nicht, komisch ist das schon. Wenn Sie wollen, kann ich den Vorgang ja mal raussuchen, der muss bei uns im Wachbuch eingetragen sein. Ja, Sie brauchen uns nur Name und Adresse von dem Geschädigten anzugeben. Dann sprechen wir mit ihm. Na, ist in Ordnung. Wenige Tage später können die Kriminalbeamten aus Gifhorn dann tatsächlich mit dem anderen Filialleiter sprechen, der vor 2 Monaten ein ähnliches, aber nicht so folgenschweres Erlebnis hatte wie Werner Kleinmann. Ja, ja. Auf dem Zettel da stand etwas von Überfall. Ich habe die ganze Sache nicht so ernst genommen. Ich dachte eher an einen dummen Jungenstreich. Aber Sie hatten doch die Tageseinnahmen dabei. Ja, das schon. Der Betrag war sogar relativ hoch, einen Tag vor Heiligabend. Wie viel war es denn? Ja, so ganz genau weiß ich das nicht mehr. So ungefähr 40.000 Mark. Normalerweise habe ich nur einen Umsatz von 20.000. Und Sie waren allein? Ja, das bin ich immer, wenn ich gehe. Und wann ist das? Ich meine, da ist es doch dunkel. Ja, selbstverständlich, um diese Jahreszeit. Erzählen Sie mal genau, wie das gewesen ist. Also, das war der 23. Dezember. Es wird so 7:15 gewesen sein, als ich aus der Firma rausgekommen bin. Ich hatte das Geld in 2 Büchsen. Auf dem Hof standen nur noch mein Wagen. Als ich eingestiegen war, entdeckte ich plötzlich, dass unter dem Scheibenwischer ein Zettel hing. Ich stieg also nochmals aus und holte mir den Zettel. Im Wagen habe ich ihn dann gelesen. Es stand etwas von Überfall drauf und dass ich die Geldbomben auf eine Kiste am Eingang legen sollte. Lausebengels. Ich habe die Sache, wie gesagt, nicht ernst genommen. Aber als ich dann zurücksetzte, da habe ich plötzlich ein lautes Zischen von vorne rechts gehört. Ich dachte erst, da haben mir ein paar Rowdies einen Feuerwerkskörper unter das Auto geworfen. Aber als ich dann ausgestiegen bin, habe ich gesehen, dass ich vorne einen Platten hatte. So eine Schweinerei. Und dann habe ich die Krähenfüße entdeckt. An dem einen bin ich wohl vorbeigefahren, aber den anderen habe ich mit dem Vorderreifen voll erwischt. Der ist zwar kaputt gegangen, aber die Spitze steckte tief im Gummi. Die Dinger sind selbst zusammengefummelt. Die Spitze scheint von einem Rohrhaken zu stammen. Und wie ging es dann weiter? Dann haben Sie die Polizei angerufen. Ja, vom Büro aus. Und von einem Täter haben Sie nichts bemerkt? Nein, auf dem Parkplatz war niemand außer mir. Es kann natürlich sein, dass sich jemand hinter der Bretterwand versteckt hat, mit der Parkplatz eingezäunt ist. Sagen Sie, können Sie sich denn erinnern, wie die Handschrift auf dem Zettel ausgesehen hat? Ja, das war so eine typische Kinderschrift. Deshalb habe ich die Sache ja auch nicht ernst genommen. War es vielleicht diese Schrift? Ja, ja, wirklich. Genau so sah mein Zettel auch aus. Und es stand fast dasselbe drauf. Er sieht tatsächlich so aus, als ob das wirklich kein dummer Jungenstreich gewesen ist, am Tage vor Weihnachten. Vielleicht eine Art Generalprobe.
Kann sein. Tja, das Ding hier, das er bei der Generalprobe verwendet hat, vielleicht bringt uns das weiter. Tja, vielleicht kann einer unserer Zuschauer, Hauptkommissar Hartmann von der Kripo Gifhorn, heute Abend tatsächlich weiterhelfen.